Hallo du, bei My Time at Portia mit Annabelle und mir, Niago. Ah, ich freue mich. Ich habe meinen Bus fertiggestellt und jetzt, wir sind bei der 120. Folge. Buhu. Oh, ich freue mich so sehr. Ah, oh, das glaubt ihr gar nicht. Das glaubt ihr gar nicht, wie schön das ist, hier zu spielen. Aber das ist halt momentan so, dass. Heute haben wir auch noch ein Date. Unsere Herzen sind halt bei einigen schon fast voll. Und das bringt mich zum Jubeln. Ja. Also ihn kriegen wir auf jeden Fall ganz, ganz schnell durch. Ja, irgendwie. Ich brauche neues Holz. Mein Holz ist mir alle gegangen. Ja. Wer hätte das gedacht? Ja, wir müssen das mal wieder zur Baumschule, weil ich habe mich gestern schon gewundert, aber ich dachte so, ja, vielleicht dauert es auch erst eine Zeit, bis ich die Post bekomme. Ich trödel ja am Anfang des Tages immer so ein bisschen. Und ich dachte so, ja, vielleicht dauert es halt seine Zeit. This looks very nice. Er hat mich gelobt. Und wir geben ihm gleich mal sein Geschenk für den heutigen Tag. Den können wir nämlich auch immer gut bestechen. Den Jungen. Staubwedel für den Hof. Kristallkronleuchter. Wasserdichte. Ja, hier. Wasserdichte Lampe. Die sind ja sehr einfach herzustellen. Die können wir ja echt direkt herstellen. So, 10 Uhr haben wir das Date. Das heißt, wir hüpfen jetzt noch kurz nach Hause, bevor wir mit unserem Date anfangen. Und dann müssen wir mal mit unserem Date. Ein ernstes Wörtchen reden. Aha, aber guck mal, wie cool ist das? Nora steht hier, wir müssen unbedingt zu unserem Date. Hallo, lass uns unser Spiel beginnen. Ja, lange nicht gemacht, sagst du. Ja, habe ich schon gehört. Guck mal, ein Eisenschwert. Oh ja. Kannst es kaum erwarten. Ah, oh, wir müssen hier noch Blumen kaufen. Können wir ein bisschen verbünden? Ja, wir müssen zur Baumschule. Aber. Ja, wir gehen jetzt erstmal das Date durchkauen. Weil wir müssen unbedingt ihn überzeugen, dass wir die richtige Partie sind. Auch wenn wir kein Interesse an ihm haben. Wir müssen ihn überzeugen, weil wenn man geliebt wird, ist es immer was Positives. Rein ausschließlich ist es immer positiv, geliebt zu werden. Deswegen will ich von jedem geliebt werden. Weil das sich in eine bitterböse, fürchterliche Hölle entwickeln wird. Weil alle sich gegenseitig die Augen auskratzen. Aber ja, wir fühlen uns dann geliebt, vielleicht. Vielleicht fühlen wir uns dann endlich einmal im Leben geliebt. Klapp, klapp. Klapp, klapp. Ja. Oh, ja.
Dass der das nicht schreit, dass ich mich eigentlich über ihn komisch mache. Das, er ist Abenteurer und wir wippen hier gerade. Ich meine, schaukeln, ja, okay. Aber wir verbringen den ganzen Tag hier nur im Buddelkasten quasi. Ich weiß nicht, ob das so ein super Date ist, aber anscheinend bin ich der Profi. Wenn ich das nächste Mal ein richtiges Date habe, mache ich das auch so. Vielleicht wird es dir denn was. Ich sag, guck mal, wir wippen. Es hat solchen Spaß. Ja, ja, mit mir macht es solchen Spaß. Mit mir kann man wippen und schaukeln und nochmal wippen und dann nochmal schaukeln. Klapp, klapp. So. Aber ich glaube, dass Gas irgendwie zuerst unsere Nummer 1 wird. Obwohl wir jetzt bei Alu ein bisschen mehr Gas gegeben haben, wird das nicht reichen, weil dieses Schwert, was er haben möchte, wir können das halt nicht dauerhaft herstellen. Das andere können wir uns aber schon irgendwo leisten. Wuhu! So. Mach ich schon 85. Ich wünschte, man würde genau das bekommen, was dort steht. Ich musste ein bisschen... Ist immer ein bisschen schwieriger, wenn man eigentlich höher wippt als er, weil man das Gas nicht wieder wegnehmen kann. Darf halt nicht so viel Anschwung geben. Ach, guck mal, schon 108. Ja, wippen wir mal. Theoretisch können wir das dritte Mal uns auch sparen und uns da einfach auf die Bank setzen und mit ihm quatschen. Ich glaube, das bringt dann genauso viel. Wenn nicht sogar mehr. Gucken wir mal. Gucken gleich mal, wie viel das bringt. Dann schreibe ich mir das auf. Und dann habe ich morgen mit Gast genau das gleiche Date. Nur, dass ich am Ende nicht mehr wippe, sondern mit ihm rede. Und dann gucken wir mal, wie viele Punkte wir dadurch bekommen. Vielleicht wegen der Unterschied. Dürfen es nur nicht verkacken. Aber so geht's. Das hat auf jeden Fall 43 plus gegeben. Aber jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel wir an Punkte bekommen haben. Naja, das kann ich mir ja gleich nochmal raussuchen. So, wo ist denn... Gucken wir mal. Guck mal, Alu hat jetzt... Haben wir noch ein Schwert, was wir ihm geben können? Ja, ein Schwert. Alu! Bleib doch mal! Mensch, Alu! Hallo. Ach so. Okay. Das kann ich nicht. Er mag nicht.
Er mag gerade nichts von mir bekommen. So, wir können unsere Daily hier nochmal abgeben und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht ein Date mit Gus nochmal bekommen. Ein Date mit Gus. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Kohle bekommen gestern. Ja, habe ich. Na, zwei davon kann man sicher nicht kaufen. Hab ich schon vergessen. Und wir müssen noch mal... Oh, das... Oh, was war denn das? Bildliche Sachen ein, glaube ich. Naja. Ich muss mal gucken, ob man da... Ja! Ich habe mich gerade voll erschrocken, weil ich im Gefühl hatte, dass irgendwas über meinen Fuß klettert. Nicht so geil. Muss gleich nochmal gucken. Ich will die Folge nicht abbrechen. Das Date hat so gut gelaufen. Oh, und das Schweinchen ist auch da. Ja, ist, guck mal, wir kriegen halt auch viel mehr an diesen Punkten dort. Deswegen glaube ich... Ach so, und wir wollten ja noch ein Date für morgen. Guck mal, wir haben jetzt schon mehr, obwohl wir das Date ja eigentlich mit Alu gehabt hatten. Machen wir mal so 10 bis 12 Uhr. Ja, morgen ein Date. Dann können wir morgen ihn nochmal das Ding holen. Und wir müssen mal das jetzt unbedingt das abgeben, damit das mal weg ist. Dann hätten wir nämlich schon mal den einen durch. Und ihr wisst ja... guck mal, aber jetzt habe ich das plus 10 bekommen. Dadurch, dass ich das plus hatte. Ja. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zur Baumschule und gucken da, was los ist mit unserem Holzvorrat. War nicht hier irgendwo der Eingang? Kunde, verbessern. Eisenholz. Ja, zahle ich, alles gut. Ja, auch gut. So, also das haben wir geregelt. Jetzt haben wir noch viel, viel irrwitzig Zeit und ich weiß nicht genau, was ich innerhalb der Zeit machen soll. Ich muss noch mal gucken.
ob ich vielleicht. Ich muss aber auch mal die Flauschedecke hier auf dem Boden wegnehmen. Ich habe auf dem Boden so eine Flauschedecke. Und dann kuschel ich meine Füße immer da ein. Ja, und ja. Aufzugssteuerung. Woher bekomme ich eigentlich die Aufzugssteuerung? Okay, es ist zumindest nicht hier. Handbuch. Montagestation. Wie? Ich brauche eine. Muss erstmal die Aufzugssteuerung da. Hier, die muss ich erstmal bauen. Witz. Industrieller kleiner Silikonchip, Eisenbahn. Ah. Lalalala. Kleiner Silikon. Schon wieder vergessen, was das andere war. Ich glaube, so ein Motor, oder? Verbesserter Motor oder industriellen Motor? Wir gucken einfach mal. Na, davon brauche ich nur einen. Aber immerhin, das sieht doch schon mal. Abbrechen, dann machen wir hier halt noch ein bisschen Eisenbahn. Wir haben kein Holz mehr. Das war unser Problem. Und kleiner Silikonchip. Ach, guck mal, was wir hier haben. Ja, das können wir aber nicht wegnehmen. Wir haben schon welche. Woher auch immer. Wir haben. Oh, es ist toll. Ist das gerade toll? Ich habe keine Ahnung, ob das ist, was wir brauchen. Oh, das ist es, glaube ich. Ja, ist sogar. So, dann müssen wir mal. Aufzugsteuerung. Da ist er ja sogar. Ich tue jetzt an ihn rumdoktern.
Gucken wir mal, was er jetzt für... Scheint keine Rezepte dazu gewonnen zu haben. Was ich sehr bedauerlich finde, weil ja, wir gucken noch mal, ob wir da hinten. Guck mal, wenn ich jetzt beim Hund. Nein. Hund merkt es gar nicht. Wenn ich ihn streiche. Merkt es Lucy? Nein, Lucy merkt es auch nicht. Wenn ich einen Staubwedel in ihr Gesicht strecke. Tja, warum soll sie auch? Denken eh alle, ich habe ADHS. So, oh, guck mal, da läuft die schon wieder. Oh, guck mal, sie bringt uns irgendwelche Regale. Alle denken so, ja. Was ich nicht verstanden habe, es klang wirklich so als... Ach, guck mal, jetzt... Jetzt sind hier welche da. Ja, guck mal, Wettervorhersage. Ja, nehmen wir. Nehmen wir. Produktion. Die nehmen wir alle. Ich hoffe, wir haben die alle noch nicht. Ich muss mir das mal kurz aufschreiben. Was ist denn das? Gut. Dann haben wir da auch noch welche. Die bringen wir ihn direkt, wenn wir ihn nochmal finden. Und ich würde sagen, morgen wird dann... Sag mal, wie viel fehlt mir noch? Ich weiß nicht, morgen wird es noch nicht reichen. Glaube ich. Vielleicht übermorgen. Geh da mal weg. Ach, die Vier sich da... Ey, das ist dein Ernst? Mit dir wollte ich nicht reden. Lass mich in Ruhe. Ja, goodbye. Verbessern. Aktivieren. Wetter. Morgen soll es bewölkt sein. Die Sonne werden wir nicht sehen. Schon schick sowas, oder? Guck mal, da ist Alu. Können ja heute sein. Nee, er will nichts. Er will nichts geschenkt haben heute. Achso, wir hatten ja heute auch das Date mit ihm. Ja. Wir hatten ja ihn eigentlich schon gefragt, ob wir ihn irgendwie. Guck mal, jetzt läuft er hier. Und macht und tut. Soll er mal machen. Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu mir Jago sehen. Tü-tü-tü. So, jetzt können wir das andere wieder anfangen zu bauen. Was viel, viel weiter hinten ist. Moment. Den Aufzug da. Können wir das direkt reinhauen. Guck mal, so klein ist es. Hartholzdiele. Gucken mal, ob wir... Die reichen auch nicht. Was hatten wir denn noch so? Hier. Ich weiß es nicht mehr. Waren Motoren da noch drin? Irgendwo?
Ich weiß es echt nicht mehr. Das war aber, glaube ich, noch drin. Guck mal. Ja, das war ja auch Adolf. Eisenholzdielen, 20 Carbonsteilbahnen, 20 Holzsäule, 2 Hartholzdielen und den Flaschenzug. Guck mal, den Flaschenzug können wir auch schon reinhauen, obwohl wir den eigentlich noch brauchen. Aber den hauen wir einfach mal direkt rein, dann ist er weg. Manchmal bin ich... Da. Achso, Flaschenzug ist was anderes. Das... Ja. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Dann brauchen wir noch Eisenholz... Steinbahn und die Holzsäule. Wir brauchen aber Schleim für die. Und ich weiß nicht, woher es... Warum brauchen wir jetzt kein Pappelholz und Seil? Wir nehmen es einfach mal so hin. Wir brauchen noch Pappelholz. Ja, dann renne ich jetzt nochmal rum und gucke, ob ich irgendwo Pappelholz bekomme. Wir brauchen eh ein bisschen mehr Holz. Sieht es aus wie ein Pappelholzbaum? Hm. Eisenholz. Das ist aber kein Pappelholz. Wahrscheinlich fälle ich alle anderen außer denen, den ich bräuchte. Vielleicht gibt es hier kein Pappelholz. Das muss ich mir noch mal angucken, woran man Pappelholzbäume erkennt. Wenn wir brauchen eh ein bisschen Holz. Deswegen geht es schon in Ordnung, dass ich jetzt hier gerade wahllos irgendwelche Abholze, nicht Häuser. Aber ansonsten müssen wir mal genauer beobachten. Wir haben jetzt keinen zusätzlichen Pappelholz bekommen, oder? Also muss ich danach mal gucken. Woher ich Pappelholz nochmal bekomme. Zeige ich euch dann morgen. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Guck mal, wir haben hier... Wir haben direkt mal Rohstoffe bekommen. Hier eine Pappelholz dabei. Nö. Aber hier dürfte auch nichts sein. Ja, es wird aber spät, also... So,
Sehen irgendwie alle wie Pappelholzbäume aus. Müssen wir uns noch mal durchlesen. Woran erkennt man Pappelbäume? Ja, machen wir denn. Mache ich wirklich. Zeige ich euch dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Nacht. Schlaf schön. Baba.